Hallo und herzlich willkommen zurück zu Blocky Roads. Ja. Schon wieder seit 2 oder 3 Tagen kein Video mehr, ich weiß. Und ja, wir haben ja diesen Power-Traktor. Werbung, Alter. Ah. Muss das erst noch freischalten. Ja, okay, dann fahren wir ein bisschen. Vergessen. Und ja, ich habe auch schon ein Video gemacht. Was aber erst in ein paar Tagen kommt. Nämlich, wenn das Video heute am Donnerstag noch rauskommt. Also für die Leute, die es halt regelmäßig schauen und das Video dann halt am Freitag oder Samstag oder Sonntag schauen. Am Mittwoch kommt das Video dann. Am 23. Da ja da mein Geburtstag ist und da möchte ich ja ein cooles Video raushauen. Das Video habe ich zwar schon fertig, aber ich werde es erst hochladen an meinen Geburtstag. Somit, wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonnieren und die Glocke aktivieren. Denn ich habe gesehen, dass über 70% bei mir keine Abonnenten sind. Also von meinen Zuschauern. Ja, da muss ich nochmal nachschauen, dann kann ich es euch noch sagen. Und ja. Dieser Traktor ist so cool. Okay. Und ja, ich musste aber das Video leider mitnehmen, mit dem VidCreator bearbeiten auf meinem Handy, da ich zwar die Dateien auf den USB kopiert habe in ShareFactory-Ordner und das dann und halt die Videos importieren wollte, aber es gab irgendeinen Fehler mit der FPS-Rate, also mit den Frames und ich weiß nicht warum und deswegen, ja. Deswegen sind auch ein paar Abschnitte draußen und ich gucke mir jetzt ernsthaft Werbung für 700 Münzen an. Bis gleich. Eine behinderte Werbung später und ja. Wir brauchen wie viel? 6000. Ach du Kacke. Also das war auch der Nachteil, den ich eben gesagt habe mit dem Video. Und jetzt kommt aber der Vorteil daran, weil mit ShareFactory-Editierung würde ich nur 27p hinbekommen als Qualität. Und am Handy kann ich halt aussuchen, wenn ich das Video speichere, welche Qualität ich halt haben will. Das ist gut, weil ich habe es auch schon gespeichert mit 1080p, somit muss das Video nur noch
hochgeladen werden. Aber ich habe es ja gesagt, erst am 23. Oktober. Oh Gott. Weil der Nachteil daran würde nämlich sein, dass ich das Video, also wenn ich es mit Sharefake überarbeitet hätte, hätte ich es auf den USB kopieren müssen. Und dann die Datei erst auf meinem Handy und das dann mit dem Vid Creator nochmal in 1080p speichern und dann wird aber die Qualität trotzdem wahrscheinlich komplett für den Arsch aussehen, deswegen ja. Somit ist es eigentlich der Vorteil, dass ich mit VidCreator editiert habe. Und schon wieder. Ja. Nein, ich will nichts. Okay, eine Runde machen wir noch. Ja. Die Störung ist jetzt auch nicht. Also sie ist halt normal, sie ist jetzt nicht leicht oder schwierig, sie ist halt normal, weil sie wäre leicht, wenn man einfach nur Gas geben und bremsen würde, aber es kommt ja auch noch dazu, dass man halt so fliegt in der Luft, weil man so eine Rampe benutzt wie jetzt und man muss halt mit Gas und Bremse eben. Oh Gott. Muss man halt eben auch drehen. Und mit der Gastaste, wenn du da in der Luft bist, dann schwenkt es dich nach hinten und mit der Bremse, wenn du in der Luft bist, halt nach vorne. Deswegen, ja. Alter. Und tot. Jetzt kommt Werbung. Ich wusste. Unabsichtlich nochmal auf die Werbung gedrückt. Und ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich kann, ja, ich muss ein paar Münzen noch. Ich muss nur noch 7.707. Nein, ich muss 1.000. 777 Münzen noch sammeln, damit wir Level 5 freischalten können. Und das werde ich offscreen machen, da ich euch nicht zu viel langweilen will. Und ja. Vielleicht kommt irgendwann bald mal ein Livestream von Blocky Roads. Ich weiß noch nicht. Vielleicht dann, wenn ich das nächste Level freigeschaltet habe, also das hier. Und ja. Bis dann. Tschüss. Abonnieren plus Glocke aktivieren.